dieses Bild, dass Deutsche weiß sind und blond sind und blauäugig, das stimmte nie, das wird auch nie stimmen und das ist ein Mythos. Werde ich gefragt, wo ich herkomme. Als ob man nicht deutsch und schwarz sein kann. Sobald ich wach werde und rausgehe, prasseln rassistische Ansichten, Vorstellungen, Bilder auf mich ein. Als ob Schwarzsein ein Makel ist und was Schlechtes ist. Und mich das halt ganz doll dann beschämt hat und ich als Kind eigentlich auch immer weiß sein wollte. Ich mache mich auf eine Reise durch Deutschland, um mit anderen Schwarzen über unsere Erfahrungen mit Rassismus zu reden. Als erstes geht's nach Hamburg. Dort bin ich geboren und aufgewachsen. Ich hätte mir keine besseren Eltern wünschen können. Das hat mir auch in schwierigen Situationen geholfen. Im Kindergarten war das so, dass ich eine der wenigen Schwarzen war und auch viele Freunde hatte. Aber dass trotzdem teilweise halt Spiele gespielt wurden, wie Wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Oder dann gibt es ja auch dieses Kinderlied Zehn kleine Negerlein. Und manchmal andere Kinder sagen, Jana Afrikaner, Jana Afrikaner. Und eigentlich zum einen habe ich mich als Deutsche gesehen und zum anderen hat das natürlich auch was damit zu tun, dass Afrikaner einfach auch nicht positiv gemeint ist. In meiner Jugend habe ich in Hamburg Samy Deluxe kennengelernt, der heute einer der erfolgreichsten deutschen Rapper ist. Das Ding ist aber eh so ein Umsonst-Ding eigentlich. Ja, ein paar Wochen ich treffe Samy in seinem Tonstudio. Er hat mehrere Top-10-Alben und über 1 Million verkaufte Tonträger. Heute ist er auch Produzent für andere Musiker. Also ich wollte als Kind halt auch mal weiß sein, ne? Habe ich ja, zu meinen Eltern gesagt. Kennst du das? Ja, ich habe als Kind weiß und dann als Teenie wollte ich dann richtig schwarz. Ja, ja. Also, weil dann, um nicht den Zwiespalt zu haben, ne? So, weil es so, auch so klar schien wie die weiße Seite, ne? Die wussten einfach, wer sie sind und die Schwarzen wussten auch, wer sie sind und ich fühlte mich eben sehr dazwischen. Mhm. Ich bin wirklich in einer weißen Familie, in einem weißen Viertel aufgewachsen und das war schon eine Challenge auf jeden Fall. Dieses Dazwischenfühlen ist ja, oder mir ging das so, habe ich das Gefühl von außen, ne, oktroyiert. Ja. Dass Leute mal sagen, bist du nicht hin und her gerissen, zwei Kulturen, schwarz und weiß, was fühlst du dich mehr? Und eigentlich denke ich, naja, ist ja der Normalzustand für einen selber. Warum muss man sich entscheiden? Also ein Fakt, der bei mir ganz viel zu so einer Verwirrung geführt hat, früh schon war, dass ich ja glatte Haare habe. So, und dass das bei mir dann immer so war, wenn mich in der Grundschule oder so irgendwelche Kids Neger genannt haben und ich dann wütend wurde oder darauf irgendwie defensiv oder aggressiv reagiert habe, dass die dann gesagt haben, naja, du bist ja nicht wirklich ein Neger, weil deine Haare sind ja glatt. So, und dann, das war eben für mich schon so, okay, ich bin dunkel genug, um als Neger beschimpft zu werden, aber meine Haare sind nicht kraus genug, als dass ich mich jetzt, weißt du, dass ich das Recht hätte, mich darüber aufzuregen oder so. Das war so ein erster Widerspruch, den ich so gefunden habe, der von außen auf jeden Fall an mich rangetragen wurde. Du hast ja auch ein Lied gemacht, wo es ja auch um Vorbilder geht und auch in Bezug auf deinen Sohn. Ne? Den Song habe ich geschrieben, also 2008, und ich habe ihm irgendwann so Harry Potter vorgelesen, und also immer abends, und er hat dann gesagt, so, dass er gerne weiß wäre, irgendwie in so einem Moment, ne, wo wir abends im Bett lagen, weil er dann eben auch so wie seine Freunde eben sich nur so ein Ding auf die Stirn malen müsste und eine Nickelbrille aufsetzen und dann sehe er aus wie Harry Potter und so. Und dann habe ich eben gemerkt, so, okay, es gibt einen krassen Mangel an dunkelhäutigen Superhelden. Und da habe ich ihm diesen Song geschrieben und auch ein sehr schönes Video dazu gedreht. Ein Superheld mit brauner Haut,
Ich weiß noch, dass ich mit 13 auch so Nirvana gehört habe. Und dann bin ich irgendwann angefangen, auf Partys zu gehen. Und die waren so, Herr Nirvana, du bist doch schwarz. Das kann man doch nicht hören. Und ich war so, okay. Und dann so, ah ja, okay, Black Music. Ja, aber musst du R&B hören. Ne? Ja, genau. Fand ich dann auch besser. Ist ja auch okay, hat sich durchgesetzt. Aber schon auch geil. Und dann in dieser Szene, wo halt schwarze Musik, was auch immer das heißt, aber R&B und Hip-Hop und so gehört wurde. Und auf einmal war man ja in der Mehrheit. An Orten. Ja, genau. Ne? Und dann war es auf einmal auch so mit so positiven Assoziationen. Ja, ich glaube, das war auch für mich ein großer Grund, der mich zu dem gemacht hat, was ich bin sozusagen, weil das Rap-Ding das erste war, wo ich auf einmal eindeutig so ein Heimvorteil hatte, sag ich mal. Weißt du? Ich musste mir nur die Hose ein bisschen weiter runterhängen lassen, das Cap ein bisschen schief machen und irgendwie mich so bewegen und alle waren schon so, weißt du? Das sah irgendwie authentisch aus und hat einfach sehr gut irgendwie zu meinem Exotenstatus quasi gepasst. Und da habe ich eben gesprüht, habe aufgelegt, Platten gesammelt, angefangen zu produzieren, zu rappen, zu beatboxen, eigentlich alle Hip-Hop-Disziplinen außer Breakdancen. Das fand ich immer zu anstrengend. Du bist nicht so der sportliche Typ, hör ich jetzt hier raus. Wortsport. Als Rapper hat Sammy einen Heimvorteil. Als Journalistin habe ich ihn nicht. Schätzungsweise 1 Million Schwarze leben in Deutschland. Aber als ich angefangen habe, bei der Deutschen Welle zu moderieren, gab es in Deutschland keine einzige andere schwarze Nachrichtenmoderatorin. Hier sind die Nachrichten der DW aus Berlin. Herzlich willkommen, ich bin Jana Pareiges. Ich möchte dazu beitragen, Barrieren einzureißen, sodass die nächste Generation schwarzer Kinder sieht, okay, ich kann auch Nachrichtenmoderatorin werden. Journalistin ist mein Traumberuf. Ich war immer ein politischer Mensch und mich berührt, was andere Menschen erleben. Schwarze Menschen leben seit mehr als 400 Jahren in Deutschland. Ich besuche in Köln Theodor Vonja Michael. Die Familie, ja. Er wurde 1925 in Berlin geboren. So diesem Vordämpfer, das, so haben wir das angelegt, damit es... Warum ist eigentlich Ihr Vater aus Kamerun nach Deutschland gekommen damals? Kamerun war ja deutsche Kolonie. Und wie man früher nach Amerika wollte, war Deutschland ja auch das Ziel der jungen Afrikaner. Und es gab das, was man später den Rassismus nannte oder nennt, in dieser Form noch nicht. Das kam erst auf, indem diese jungen Männer ja irgendwie Forderungen stellten. Also unter anderem auch deutsche Frauen heirateten. Ja? Also so nach dem Prinzip, die nehmen uns ja die Frauen weg. Sie haben ja auch in Völkerschauen sind Sie auch aufgetreten. Ja. Wie lief denn das ab? Wie kann man sich das denn vorstellen? Stellen Sie sich vor, da werden Leute ausgestellt, im buchstäblichen Sinne, die etwas repräsentieren sollen. Also Afrika mit dem Baströckchen und der Trommel und den Tänzen und den Gesängen, die die Afrikaner ja machen. Aber diese Dinge waren immer mit dem Gedanken, das sind ja Fremde. Und die zeigen uns, wie ihre Heimat ist. Im Grunde genommen war das Show. Ja, aber ich stelle mir das vollkommen verrückt vor, wenn Sie als Deutscher auf einmal eine vermeintlich afrikanische, Sie ein riesiger Kontinent, Kultur nachspielen sollen. Ja, ich bin doch ein Schwarzer, ich muss doch das können. Nicht? So ist das, ja. Das haben die doch im Blut. Und wenn Sie jetzt, wir können ja mal auf die Nazi-Zeit zu sprechen kommen. Man kann sich das ja ganz schwer vorstellen, weil man ja auch gerade als Schwarzer ja auch immer aufgefallen ist in diesem so Rassenwahn. Also man brauchte keinen Judenstern, nicht? Denn bei uns sah man ja sofort, ein Fremder, ein Art Fremder, nicht?
Kannten Sie eigentlich viele andere Schwarze in Deutschland? Aber ja, wir kannten uns alle. Es gibt unendliche Kolonialfilme, die damals gedreht wurden. Da trafen wir uns dann immer in großen Mengen. Ja, das bin ich hier. Das ist meine Nahaufnahme. Dass sie damals die Nahaufnahme von mir machten, finde ich gut. Alle Schwarzen, die es gab, waren zusammengefasst in diesem Film. Und bei dieser Gelegenheit kam mir, ich war damals 16 Jahre alt, das auf, mein Gott, wir sind hier alle zusammen. Die können uns hier abtransportieren, alle, ohne dass es auffällt. Der Gedanke hat mich damals sehr bedrückt, nur es war, es ging Gott sei Dank vorbei, weil bei den paar, die wir waren, spielten wir für die Nazis natürlich überhaupt keine Rolle. Und ich habe auch keinen Kontakt mit weißen Frauen gesucht. Es wäre schlimm gewesen, da wäre dann sofort die Sterilisation dazugekommen und möglicherweise dann auch eine Anklage wegen Rassenschande. Aber wenn man das so vor Augen hat und Sie sagen, Sie haben schon mal aufgepasst, dass Sie sich nicht irgendwie mit weißen Frauen oder Mädchen angefreundet haben, dann haben Sie sozusagen eigentlich immer so eine Art Versteckspiel, versucht, sich unsichtbar zu machen, oder wie kann man sich das vorstellen? Sie nehmen das richtige Wort auf, unsichtbar machen. Aber ich konnte mich gar nicht unsichtbar machen. Mit dem Gesicht kann man sich nicht unsichtbar machen. Und, aber ich habe es versucht. Ich habe es versucht und es gibt das eine nur, ducken, verkriechen, Maul halten. Nicht diese, das muss man anwenden. Das habe ich angewendet, bis zur Stotterei. Nicht? Ja? Ja, furchtbar gestottert. Aber wenn man das so hört, was Sie alles erlebt haben, diese teilweise grauenhaften Situationen, schwierige, schwierige, schwierige Situationen, wie haben Sie da Kraft gefunden, weiterzumachen? Ja, also da muss ich wiederum sagen, mit Gottes Hilfe. Nicht? Und erst dadurch bin ich ein religiöser Mensch geworden. Nicht? Denn das war die Hoffnung. Theodor von Ja Michael sagt immer, es stehe ja nicht im Grundgesetz, wie ein Deutscher auszusehen hat. Aber bei einigen scheint das nicht angekommen zu sein. Denn exotisiert werden wir trotzdem. Als Kind haben mir Fremde einfach in den Afro gegriffen und gemeint, das fühlt sich ja an wie ein Vogelnest. Hallo. Hi. Oh mein Gott. Schön, dich zu sehen. Ich gucke jeden Morgen Frühstückssendung. Da machte ich an und sah ich eine Afrofrau. Ich sagte, oh mein Gott, CDF. Oh mein Gott, CDF, das ist aber schön. Du machst uns so stolz. Also danke schön, dass du da bist. Du machst das toll. Danke schön. Aber deine Haare. Wir müssen darüber reden. Da müssen wir drüber reden. Man bräuchte ja vielleicht einmal in der Woche die Haare. Dann ein bisschen Kokosnussöl verteilen. Like many other black men, I have a vision with that dream. Ach, vielen Dank. Ganz, ganz toll. Ich danke dir sehr. Also, super. Ich super liebe deine Locken. Ja? Okay, dann mach ich jetzt Locken. Die sind glücklich, so glückliche Locken hier. Ich muss mit der Person reden, die krause Locke gerührt hat. Ich habe manchmal das Gefühl, dass Haare so bei uns schwarz so unglaublich politisiert sind und das immer wie so ein politisches Statement fast wirkt, wie man sich seine Haare macht. Oder auch immer dieses koloniale Bild, Afrohaare seien ungepflegt und wild und es sei nicht professionell im Job. Krause Haare haben halt einfach nicht so diesen Stellenwert in unserer Gesellschaft. Das gehört nicht zum Schönheitsideal nach wie vor.
schau dir mal Beyoncé an. Ne? Sie ist eine schwarze Frau, steht auf der Bühne, ist einfach ihr Empowerment pur, aber die trägt immer eine glatte, blonde Weave. Also ich habe Mädels kennengelernt, die in Anwaltskanzleien arbeiten oder in irgendwelchen anderen Branchen, wo die Schwierigkeiten haben, halt mit ihren natürlichen Haaren aufzutreten. Aber kannst du ein bisschen was erzählen von dieser Natural Hair Bewegung? Das ist eine Bewegung, in die ich auch irgendwie so reingerutscht bin, die sich dafür einsetzt, dass Menschen mit krausen Haaren ihre Haare auch natürlich tragen können und dürfen, ohne dass es irgendwie schlimm ist und dass sie sich damit unwohl fühlen. Und darum geht's ja im Leben, so Selbstakzeptanz. Sich in seiner Haut wohlzufühlen ist das Ziel, aber einfach gemacht wird einem das nicht. Wenn man Bücher aufschlägt und dann sieht man Schwarze mit Baströckchen gemalt und mit Knochen im Haar, dann muss man ja nur Tim und Struppi angucken. Und mit grotesk überzeichneten Lippen und als Diener, natürlich hinterlässt das bei einem Spuren. Das hat auch mit kolonialen Bildern zu tun. In Berlin zum Beispiel sind bis heute Straßen nach ehemaligen Kolonialherrschern und Kolonien benannt. Berlin hat eine wichtige Rolle gespielt im Kolonialismus. Hier wurde 1884 Afrika bei einer Konferenz unter den Europäern aufgeteilt. Ich besuche ein Straßenfest, das sich für die Umbenennung der Mohrenstraße einsetzt. Neben mir steht jetzt Joshua Kwesi Akins. Du bist Politikwissenschaftler, Aktivist. Warum setzt du dich denn dafür ein, dass die Mohrenstraße umbenannt wird? Dieses Wort hier, Mohr, ist eines der ältesten deutschen Worte für schwarze Menschen, ist aber schon von der Wortbedeutung her rassistisch, hat lateinische und griechische Wortwurzeln, heißt dunkel und schwarz, ja, heißt aber auch töricht, heidnisch, einfältig und so weiter. Sieht man also schon an der Bedeutung, dass es da ein Problem gibt. Aber wenn wir in die Geschichte gehen, warum heißt diese Straße eigentlich Mohrenstraße, sehen wir, das ist ein Ort, an den schwarze Menschen aus Westafrika entführte und versklavte Menschen deportiert wurden. Ich mache mich mit Kwesi auf zu einer Spurensuche in der Hauptstadt. Okay, das ist jetzt eine Premiere für mich. Seit über 10 Jahren lebe ich in Berlin und es ist das erste Mal, dass ich von diesem Fresko höre oder es sehe. Kwesi, was sieht man denn darauf überhaupt? Ja, das ist das Fresko am Ermelerhaus und das kannst du auch sehr schön erkennen. Ja, das sind versklavte afrikanische Männer da, die ernten Tabak. Dann wird er da von afrikanischen Frauen sortiert. Dann wird er verpackt und dann fährt ein Schiff mit dem Tabak beladen nach Berlin. Ja? Stimmt. Und so sieht man eben, wie der Versklavungshandel und die Arbeit von versklavten AfrikanerInnen beigetragen hat zum Reichtum auch hier in Berlin. Man kann auch die Geschichte der NS-Zeit nicht verstehen, wenn man nicht die koloniale Vorgeschichte sich anschaut. Und die koloniale Vorgeschichte wiederum kann man besser verstehen, wenn man dann auch diese Vorgeschichte wieder, nämlich die Geschichte der Versklavung, mit einbezieht. Ja, das kann man. Aber warum meinst du, hängt das so eng zusammen? Weil man einfach sehen kann, wie in der Geschichte Menschen sich darauf zurückbeziehen. Ja? Also auf Stereotype, rassische Unterschiede, vermeintliche. Auf rassistische Ideen, aber auch auf eben die damit zusammenhängenden Ideen der eigenen Überlegenheit, ja, der sogenannten weißen Vorherrschaft. Ja? Und bis hin tragischerweise auch zu Ideen und Praktiken wie zum Beispiel Konzentrationslagern, wo wir ja wissen, dass die ersten Konzentrationslager, die von Deutschen gebaut wurden, eben nicht irgendwo in Europa errichtet wurden, sondern im damaligen Deutsch-Südwestafrika. Also im heutigen Namibia. Im heutigen Namibia, im Kontext des Völkermordes da. Ja, und das so war Anfang des 20. Jahrhunderts. Das war ab 1904. Als schwarzer Mensch wird man oft über die Hautfarbe definiert. Der international bekannte südafrikanische Künstler Robin Road spielt mit diesen Zuschreibungen. Er hat die Apartheid in Südafrika miterlebt. Seit 14 Jahren lebt er in Deutschland, in Berlin. Hi. Good to see you. Good to see you. I can see you're working on a new piece. Yes, I have a work in process, and it's a work that somehow reminisces about my South African identity.
And of course, the Afrocomb is a strong symbol. Yeah, it's interesting that you chose hair. Of course, I can identify with that. But what role did hair, Afro hair, play for you? Hair became a way to classify race. Pencils were placed through hair to depict the kind of hair strand and therefore the racial category. So saying that if they go through my hair, they say it's Afro hair, I am exactly black, or probably categorized as colored, as, right? As colored or as mixed race. So if the coal went very fine through your hair, you'd be categorized as white. How were you classified in South Africa? I'm classified as colored. I'm classified as a person of mixed race. And so are my parents and so are my grandparents. And in many ways, my cultural background is quite complex because we don't associate ourselves with black and neither white. Sorry. Are you viewed as black? Do you see as black in this German context? Well, I think within the German context, I'm viewed as Arab. Oh, really? So that's actually pretty interesting. I use art as a way to subvert, but also to play with and unravel what these kind of cultural labels are. This particular piece, very experimental painting. Everything needs to be defined, everything needs to be categorized. And I'm trying to now explore the notion of something that is completely endless, something that is completely undefined. Ich bin ja 1981 geboren. Es gab Anfang der 90er die ganzen rassistischen Pogrome in Rostock, Lichtenhagen, in Hoyerswerda, in Solingen, wo Unterkünfte angegriffen wurden von Neonazis und von der Bevölkerung, die geklatscht hat, als die Unterkünfte angegriffen wurden. Und ich erinnere es noch als Kind, dass ich so eine Angst hatte. Die Angriffe sind ja jetzt noch mal gestiegen auf Flüchtlingsunterkünfte. Es gibt viele Leute, die schon mal beschimpft wurden oder bespuckt wurden. Oder haben Leute schon Affengeräusche gemacht, wenn ich gekommen bin. Und es ist unglaublich schwierig, damit umzugehen, wenn die Leute nicht für ihre Taten zur Rechenschaft gezogen werden. Weil es ist ja auch ein Signal an uns alle von Rassismus betroffen. Hey, man kann mit uns dann wohl machen, was man will. Man kann uns angreifen, bespucken, beleidigen und kommt damit durch. Isa Bahrer arbeitet als Praktikant bei einem Dachdecker in Sachsen-Anhalt. Er lebt noch nicht sehr lange in Deutschland. 2013 ist er aus Burkina Faso hierher geflüchtet. Die Arbeit gibt dem 28-Jährigen den ersehnten Halt. Denn ansonsten ist sein Leben in Deutschland schwer. Vor kurzem wurde er von einem Rechtsradikalen brutal angegriffen. Ich treffe Isa in der Stadt Burg, wo er wohnt. Also hier, Isa, bist du zusammengeschlagen worden vor 8 Monaten. Kannst du mal erzählen, was passiert ist? Ich gehe rein und ich gucke den Typ, einen Mann mit seiner Frau und mit seinem Kind. Und sage bei seinem Kind, guck mal die Neger, die Scheiße, die Neger. Ich habe gar nicht gesagt. Und ich gehe in die Kasse vorbezahlen. Disco machen bei mir so. Und ich frage, was willst du bei mir? Die sagt, ja, ich habe gesagt, ich schlag dir. Und ich komme rein, da, genau. Und dies nehmen von mir so, boom, 3 und 4 Mal so. Wie schwer warst du verletzt? Meine Bauch, alles tut weh. Wenn ich tosse, die Blut kommt, diesen Moment. Vor einem Monat so. Und was ist das für ein Gefühl, dass einem niemand hilft und dass du geschlagen wurdest und du wirst ja auch oft beschimpft? Wie gehst du denn damit um, Isa? Maintenant, quand je sors, j'ai toujours peur de sortir seul. Même quand je vais au travail, j'ai toujours peur des actions qu'on me fait sur la route. On me fait des signes, je vais t'égorger. On me fait des signes comme ça, faut aller dans ton pays. Bon,
Chaque matin. Chaque matin. Landgericht Stendal, Schauplatz für einen Prozesstermin gegen den Mann, der Isa zusammengeschlagen hat. Was für ein Gefühl hast du, wenn du weißt, dass du gleich noch mal den Täter sehen wirst? Ich n'ai pas peur de le croiser. Ça me ferait un plaisir de le voir pour une première fois, une deuxième fois aussi dans mes yeux. Der mehrfach vorbestrafte Mann ist für seine Tat wegen vorsätzlicher Körperverletzung und Beleidigung zu 10 Monaten Gefängnis verurteilt worden. Dagegen hat er Einspruch eingelegt. Deswegen kommt es zu einer erneuten Verhandlung. Bei der Gerichtsverhandlung selbst dürfen wir nicht drehen. Nach mehr als 4 Stunden ist der Gerichtstermin zu Ende. Isa, erzähl mal, wie war denn das jetzt für dich heute? Ich imagine pas que ça allait bien se passer comme ça, mais Dieu merci, ça s'est bien passé. Je suis très content. Es bleibt bei dem Urteil, aber der Angeklagte hat erneut Einspruch eingelegt. Es ist unglaublich schwierig, in Deutschland eigentlich über Rassismus zu reden, weil einem so oft immer gesagt wird, man übertreibt, einem wird nicht geglaubt, das kann doch gar nicht sein, es wird so weggewischt. Und dann immer die Vergleiche kommen, ja, aber Leute, die dicker sind oder Leute mit abstehenden Ohren, die werden ja auch diskriminiert. Und das stimmt ja auch alles. Man kann das ja auch gar nicht so vergleichen und hierarchisieren. Aber der Unterschied ist einfach bei Rassismus, dass was mit Macht zu tun hat. 'Shame' or 'Guilt'. Dieses Theaterstück geschrieben hat die Künstlerin und Autorin Grada Quilomba. Sie kommt aus Portugal. Ihre Wahlheimat ist seit langem Berlin. For me, it took a lot of effort to research Black German history. I had to go out because there was nothing that was presented to me in school, for example. What role does silencing play in your art? I think in the last works that I've been doing, I'm very concerned with this question of silencing and speaking, and with the fact that it's not that we have not been producing knowledge or have not been speaking, but we live in a system that constantly silences us or make these knowledges invisible. Racism is really metaphorically for me a ghost that our society never took care of and never cared, because we live in this very white narcissistic society that don't want to deal with it. And then she said, well, but for me you are not black. I don't think that you are black. And she said that in a way as if she was doing me a favor. When did you start feeling that, no, I don't believe this dominant narratives you just talked about? When did you figure it out and said, no, 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 this can't be it? There must be something else. Yeah. I don't know if I can tell you, but I believe it has always been there. Now, as a mother, when I am with my children and I hear them bringing the topic of racism, even though they are 2 and 4, 5, it just turned 5, it is still, I see that they are aware that it's not right. And it's extremely complicated to explain such a brutal history. And this is the trauma of Black people and people from many other diasporas who went through similar experiences, collective experiences, that you cannot explain and apply any logic to something that is so absolutely illogical. I am not aggressive. Angry, because this is aggressive. Yes, I combat. I do not want to be better. Kommen wir zu der Frage, die mir schon unzählige Male gestellt wurde. Deine Eltern sind weiß. Wie geht das denn? Hier die Antwort.
Mein biologischer Vater kommt aus Simbabwe, meine biologische Mutter aus Deutschland. Gleich nach der Geburt wurde ich adoptiert von deutsch-schwedischen Eltern. Und sie sind für mich meine Eltern. Ich treffe Indira Pasch. Sie ist auch adoptiert worden. Ich bin in Westdeutschland aufgewachsen, Indira in Ostdeutschland. Wir schauen uns einen alten DDR-Wachturm an. Hier war Berlin bis 1989 geteilt. Indiras leiblicher Vater ist aus Guinea. Er hatte in Leipzig Germanistik studiert, als er Indiras Mutter kennenlernte. Ihr Ehemann war zu der Zeit im Gefängnis. Er erklärte sich aber erstmal bereit, Indira an Kindesstatt anzunehmen. Er wusste aber nicht, dass ich so aussehe, wie ich aussehen würde. Also, dass ich ein schwarzes Kind praktisch bin. Und dieser Mann hatte halt bis zu seinem Lebensende eine rechte Gesinnung. Und kurz nach meiner Geburt kam er aus dem Gefängnis. Und war ja dann relativ schnell zu sehen, dass ich halt kein weißes Kind bin. Dann hat er halt, also es gab Versuche, mich umzubringen. Und meine leibliche Mutter hat halt gesehen, wie er mich halt da aus dem Fenster rausgehangen hat. Und da hat sie dann wahrscheinlich gesagt, okay, bevor das Kind zu Tode kommt, geht sie halt weg. Ja, und die haben sich dann irgendwann dazu entschlossen, mich zur Adoption freizugeben. Dass du halt allein gelassen wurdest von deinen leiblichen Eltern, das ist, glaube ich, im Unterbewusstsein, das nimmst du mit bis zum Grab. Ne? Dass du praktisch geboren wurdest und nicht gewollt wurdest. Für mich ist es irgendwie immer noch ein unfaires Geschehen, ein Kind zu, also, ja, ein Kind einfach so wegzugeben. Nein! Komm mal hoch! Ja, los! Hoch! Hoch! Ui! Stopp! Indira arbeitet als Hundetrainerin. Hat selber vernachlässigte Hunde bei sich aufgenommen. Der ist so aufgeregt. Wie war es denn im Kindergarten, in der Kita für euch? Ja, die Problematik war, dass es dort Erzieherinnen gab, die der Meinung waren, wir dürften nicht mit den anderen Kindern essen. Wir sollten uns sehr die Hände so schrubben. Und es wäre auch kompliziert, wenn man uns anfassen würde, weil es könnte ja irgendwie, könnte es übertragen werden. Also wir durften auch mit den anderen Kindern nicht zusammen schlafen. Und meine Eltern wollten uns schützen und haben ihr Hab und Gut, ihr Haus, alles aufgegeben und haben gesagt, wir sind für unsere Kinder da und ja, halt Löweneltern. Und haben, denke ich, das einzig Richtige gemacht und sind nach Ost-Berlin gezogen. Ich finde das ja so gut, weil ich immer denke, so oft wird gesagt, Adoptiveltern können nicht die richtigen Eltern sein. Aber das ist so ein Quatsch. Mhm. Und man merkt, was für eine Liebe die für ihre Kinder empfinden. Und dass es einfach wie Eltern sind. Absolut. Und genauso schützen und alles dafür tun würden. Und dass man eine Familie ist. Absolut. Vollkommen egal, also, ob man ausgetragen wurde oder nicht. Genau. Also für mich als Indira zählt überhaupt null Blutsverwandtschaft. Ja, geht mir ganz genauso. Geht mir ganz genauso. Das ist einfach, hat für mich überhaupt keinen Bestand, weil meine Eltern, also ich erinnere mich an die Erzählungen meiner Eltern, sie sind halt nach Leipzig gefahren, in ein Kinderheim, also in dieses Kinderheim, wo ich war. Und ich habe mich sofort in meinen Papa verkrabbelt und da war klar, das ist mein Papi. Und ja, das war, ist total schön und das ist bis zum Ende so geblieben. Dass wir so eine enge Verbindung hatten. Mit 17 Jahren trifft Indira ihre biologische Mutter. Dann sind wir halt eine Runde gelaufen. Und dann guckte sie mich an und meinte, ich habe dir nicht gewünscht, dass du so schwarz bist. Das war der erste Satz, den ich halt von meiner leiblichen Mutter gehört habe. Und dann habe ich gesagt, also was hast du denn erwartet? So.
Mir gibt es Kraft, mich mit anderen Schwarzen über unsere Erlebnisse auszutauschen. Ein Grund, warum ich Mitglied bei der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland bin. Jedes Jahr veranstaltet die ISD ein Bundestreffen, an dem ich zum ersten Mal teilnehme. Normalerweise war sie, Frau Grötrup, die Chefin der Küche. Und seine Aufgaben waren es, die Post hereinzuholen, die Außentemperatur zu kontrollieren und die Schuhe zu putzen. Spontan hält die Autorin Sharon Dodua Otu eine Lesung. Insgesamt nehmen rund 270 Leute am Bundestreffen teil. Die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland gibt es seit mehr als 30 Jahren. Tahir Della ist im Vorstand der ISD. Sag mir, Tahir, wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass die ISD gegründet wurde? Das waren zwei sehr glückliche Umstände. Zum einen war Audre Lorde in Berlin. Vielleicht muss man einen Satz zu Audre Lorde sagen. Ja? Gute Idee. Audre Lorde war eine amerikanische Schriftstellerin, die sehr aus der feministischen schwarzen Bewegung kam, aus den USA. Und die war eben, wie gesagt, in Berlin und hat dort doziert und hat im Laufe ihrer Zeit dort schwarze Frauen kennengelernt. Hat aber auch festgestellt, dass diese schwarzen Frauen zwar zu ihr in Lesung kamen, aber sich gegenseitig überhaupt nicht kannten. Und dann kam sie auf die Idee, die mal zu connecten, zusammenzubringen, sich auszutauschen und haben damit zum ersten Mal, würde ich sagen, ein Buch erstellt, schwarze Geschichte von schwarzen Menschen über schwarze Menschen in Deutschland. I am a black man. Jeder, der Lust hat, kann beim Bundestreffen etwas vortragen. When I look at a white man, I mean a really white, white, glowing in the night, white man. Es ist ja auch das Motto vom Bundestreffen, Empowerment und Self-Care. Mm. Was heißt das? Ja, wie gesagt, Empowerment, schwarzen Menschen, also vor allem jungen schwarzen Menschen auch zu zeigen, ihr könnt ganz viele Sachen selbst machen, ihr könnt ganz viele Dinge selbst in die Hand nehmen, selbst entwickeln. Es kommt auf eure Perspektive an. Und Self-Care insofern, dass man auch guckt, inwieweit man sich in einer rassistisch geprägten Gesellschaft als schwarzer Mensch auch darauf achtet, inwieweit man sich immer wieder selbst gesundet, immer wieder selbst sich schützt vor Dingen und sich stärkt. Das ist so eine Mischung, die wir versuchen mit politischen Inhalten zu vertreten, aber auch mit Smoothie trinken oder Yoga oder Sport machen. Beim Bundesliga-Verein Schalke 04 ist Gerald Asamoah einer der Fußballstars. Glück auf. Bis 2011 hat er in der deutschen Nationalmannschaft gespielt. Ja, freut mich sehr. Du hast dich versteckt. Ja. Okay, ein Tag im Leben von Gerald Asamoah. Na. Nicht schlecht. Gerald, es gab ja den ersten schwarzen Nationalspieler quasi in der DFB-11, das war Erwin Kostete, aber du bist ja auch einer der ersten gewesen eigentlich 2001, ne? Bist du in die Nationalmannschaft gegangen, die Deutsche. Wie war denn das für dich damals? Also Erwin Kostete war ja ein bisschen Hype, habe ich gehört. Achso, was heißt das? Hype. Mir wurde gemeint, du warst der richtige Schwarze. Achso, echt? Also, sagen wir so, okay. Ich war der richtige Schwarzafrikaner. Okay. Ja, also es war nicht einfach, damals sich so zu entscheiden, weil es war so, dass ich halt eine Chance hatte, für Ghana zu spielen. Mhm. Habe mich auch für Ghana entschieden. Ich war in Ghana und habe dann auch gehofft, dass ich dafür Ghana spielen darf. Und die haben mich aber nicht eingesetzt. Und dann bin ich wieder zurück nach Deutschland gekommen. Und Deutschland hat es nicht nachgegeben. Das war so, dass ich dann irgendwann gesagt habe, okay, ich mach's. Und dann habe ich entschieden, für Deutschland zu spielen. Und hat mir sehr viel gegeben, war interessant. Es war auch nicht einfach, aber es war sehr schön. Was war denn nicht so einfach? Es gibt einfach Leute, die Idioten, die uns halt nicht akzeptieren wollen. Das war halt mein Riesenproblem, was ich hatte, weil du kannst was für den Land tun, aber trotzdem bist du immer der Schwarze. Wenn du halt zum Beispiel nach dem WM 2006, wo wir halt als Team geschafft haben, Dritter zu werden, wir wurden akzeptiert und auf einmal wärst du einen Monat später auch beim Spiel ausgebuht als Schwarze, der Affe. Und das war halt ein Moment, wo ich überlegt habe, überhaupt gar nicht mehr für Deutschland zu spielen. Das war wirklich sehr, sehr wehgetan. Mhm. Okay, dann Konzentration, okay? Nach seiner Zeit als Spieler fördert Gerald Asamoah jetzt als Manager den Nachwuchs des Vereins. Wie bist du denn aufgewachsen in Ghana?
Bist du aus Accra oder wo? Nee, ich bin aus Mampong. Mampong ist noch ein, von Accra, kommen wir noch 5 Stunden weg. Mhm. Und das war so ein kleines Dorf, wo wir halt nicht viel hatten. Für mich war halt nach der Schule Fußball spielen, aus Socken Bälle machen und so. Und das war halt, wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Sohn jetzt zu Hause, sie hat alles. Sie hat alles und er weiß aber immer nicht, was er machen soll. Und du musstest mal kämpfen, mal vielleicht auch mal 2 Mahlzeiten zu bekommen. Und das war halt, so bin ich aufgewachsen. Das hat mich auch wirklich geprägt, um einfach auch Ziele zu haben, zu sagen, ich muss alles dafür geben, um was zu erreichen. Und das hat mich dann auch so hingebracht, wo ich jetzt dann noch bin. Dass ich als Kind mal weiß sein wollte, kann ich mir heute gar nicht mehr vorstellen. Auch wenn es viel Kraft und Energie kostet, mit Rassismus umzugehen, den Kopf hochzuhalten, ich würde für nichts in der Welt eine andere Hautfarbe haben wollen. Schwarz sein bedeutet für mich. Ist das euer Ernst? It means me. Dass ihr mich anders seht, aber wie es in mir drin aussieht, das ist eine ganz andere Geschichte. Es ist nichts weiter als eine Hautfarbe. My blackness blooms and becomes my beauty. Ja, rien de différence, c'est pas la couleur. In allererster Linie bin ich Mensch. Würde jetzt, in dem Alter, wo ich bin, an meinem Wesen und an meinem Dasein nichts mehr ändern wollen. Wir sind noch Menschen, Mann. Aber eins sage ich, wir Schwarze sind schon cool. Wir sind schon cool, oder? Was sagt ihr? It's a wrap. Ah.